Und in Genf, am Sitz der Weltgesundheitsorganisation, ist unser Korrespondent Wolfgang Wanner. Der Gesundheitsnotstand, den die Organisation jetzt international ausgerufen hat. Wie kann man den verdeutlichen, erklären? Was bedeutet das konkret? Ja, das hat soeben auch die Weltgesundheitsorganisation versucht in einer Pressekonferenz. Und man kann es damit erklären, es sind verschiedene Maßnahmen, um ein gemeinsames, weltweites, koordiniertes Vorgehen gegen diesen Ausbruch des neuen Coronavirus zu erreichen. Also beispielsweise China ist aufgerufen, weiterhin alle Ausreisenden gesundheitlich zu überprüfen. Die Weltgemeinschaft ist ausgerufen, noch mehr Mittel in die Erforschung eines Impfstoffes zu stecken und auch sich zu beeilen, einen solchen zu erforschen. Aber das braucht natürlich schon allein technisch Zeit. Man rechnet damit, dass frühestens Ende des Jahres ein solcher Impfstoff bereitstehen kann. Und schließlich sollen auch die ärmeren Länder unterstützt werden, die eben über nicht so ein gut entwickeltes Gesundheitssystem verfügen. Und was heißt das wiederum ganz konkret? Das könnten zum Beispiel sein Ausbildungen für Gesundheitspersonal, wie man mit Infizierten, mit solchen Fällen umgeht oder eben auch ganz einfach die Lieferung von Schutzmasken. Was genau jedes Land braucht, das wird im Moment besprochen. Die WHO hat Regionalbüros, Büros in den einzelnen Ländern, in verschiedenen Mitgliedstaaten und dort werden die Bedürfnisse, quasi der Bedarf individuell abgecheckt, abgefragt und dann wird geschaut, dass man auch rasch reagieren kann. Die WHO hatte ja in den vergangenen Tagen immer wieder beraten und in den Vortagen immer wieder erst einmal davon abgesehen, diesen internationalen Notstand auszurufen. Was hat denn jetzt den Ausschlag gegeben, das doch zu tun? Ja, es sind, glaube ich, zwei Gründe. Zum einen der rasante Anstieg von Neuinfizierten in China und zum anderen, dass eben auch außerhalb Chinas Fälle von Neuinfektionen aufgetreten sind. Also nicht nur quasi Menschen, die bereits infiziert sind, nach Deutschland gereist sind, sondern eben, dass sich auch in Deutschland neue Infektionen, Menschen neu infiziert haben. Und auch insbesondere die vier, inzwischen ja fünf Fälle in Deutschland haben mit dazu geführt, dass die WHO den Gesundheitsnotstand ausgerufen hat. Danke. Wolfgang Wanner in Genf bei der WHO.